Stürmer Jan Vieter abwechselte spätestens 2020 vom Zweitligisten Hamburger SV zum FC Bayern München. Das bestätigten beide Vereine am Donnerstag offiziell. Spät since 2020. Februar 2019 laut NDR und Bild ist der Transfer des Junioren-Nationalspielers bereits im vergangenen Sommer eingetütet worden. Arp hatte damals seinen Vertrag in der Hansestadt bis 2020 verlängert, Gerüchte um ein Abkommen mit dem FCB hielten sich damals hartnäckig. 2019 oder 2020, wann wechselt Jan Vieter ab zu Bayern München? Die Verhandlungen mit Bayern München waren konstruktiv und fair. Der Abstieg hat Vieter sehr getroffen, sagte HSV-Sportvorstand Ralf Becker, er wollte dann unbedingt erst einmal hier bleiben und mithelfen, dass wir wieder aufsteigen. Diesem Ziel ordnet er alles unter, daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Einziges Fragezeichen bei dem Transfer ist nun noch der Zeitpunkt des Wechsels. Entweder wechselt ab im kommenden Sommer an die Isar oder eben ein Jahr später, wenn sein Arbeitspapier bei den Rothusen ausläuft. Diese Entscheidung liegt beim 19 Jahre alten Stürmer. Das betonte der FCB ausdrücklich. Arp hatte nach seiner Vertragsverlängerung 2018 erklärt, mit dem Abstieg diesen Club zu verlassen, war für mich nie eine Option. Gerade in so einer harten Zeit kann und will man sich nicht vom HSV trennen, sondern dem Club das zurückgeben, was er verdient hat. Deshalb war für mich früh klar, dass dieser Weg hier beim HSV für mich noch nicht beendet ist. In der laufenden Saison bringt es Arp auf 11 Einsätze in der 2. Liga, dabei wartet der Teenager noch auf seinen ersten Treffer.